Hey Leute, hier ist Bastian. Willkommen beim Follow-up-Video zu unserer VFox HomeLab Challenge zum Thema Drehungen. Falls ihr das erste Video nicht gesehen habt, schaut euch das erst an, bevor ihr euch dieses hier anseht, denn hier, das ist nur das Follow-up-Video mit ein paar Erklärungen und Diskussionen dazu. Also, wenn ihr das Experiment durchgeführt habt, werdet ihr Daten bekommen haben, die so aussehen. Und zwar hattet ihr einen Plot, wo auf der X-Achse die Winkelgeschwindigkeit aufgetragen war und auf der Y-Achse die radiale Beschleunigung. Und eure Daten haben sich hier entlang einer so einer gekrümmten Kurve verteilt. Was ist das für eine gekrümmte Kurve? Naja, VFox gibt euch noch einen zweiten Plot, direkt darunter, wo der einzige Unterschied ist, dass auf der X-Achse nun Omega Quadrat, also das Quadrat der Winkelgeschwindigkeit, aufgetragen ist und während auf der Y-Achse immer noch die radiale Beschleunigung vorliegt. Hier sahen eure Daten dann aber aus wie eine gerade Linie. Und das sagt euch, dass diese gekrümmte Linie vorher einfach eine Parabel war. Also ein quadratischer Zusammenhang zwischen der radialen Beschleunigung und der Winkelgeschwindigkeit. Und das beantwortet auch direkt die erste Frage. Die lautet, was passiert, wenn wir die Winkelgeschwindigkeit verdoppeln? Naja, das können wir hier mal illustrieren. Wenn wir die Winkelgeschwindigkeit in so einem quadratischen Zusammenhang verdoppeln, also ungefähr so, wenn ich gut gezeichnet habe, dann vervierfacht sich die Beschleunigung, die dazugehört. Ja, ungefähr so. Das müsst ihr natürlich in euren Daten mal schauen, ob das auch hingekommen ist. Die zweite Frage war, was passiert, wenn wir den Radius von unserem Experiment verändern? In unserem Aufbau hier mit der Salatschleuder kann man das ohne Probleme machen. Man fügt einfach ein bisschen Polsterung hinzu, so dass das Handy eben nicht am Rand klebt, sondern bei einem kleineren Radius rotiert. Dabei übrigens ein kleiner Tipp, falls ihr Probleme mit Vibrationen oder so auch im Aufbau hattet, nehmt ein zweites Handy als Gegengewicht, dann könnt ihr eine Unwucht vermeiden. So, jetzt führen wir das Experiment mal bei verschiedenen Radien durch. Erst der kleinere Radius und wir sehen erstmal wieder unsere Parabel, wie wir es erwartet haben. Jetzt machen wir es bei einem größeren Radius und wir bekommen wieder eine Parabel, aber die ist hochskaliert, die hat wesentlich größere Werte. Das heißt also, der Radius unserer Drehbewegung skaliert unsere Parabel. Tatsächlich ist der mathematische Zusammenhang zwischen radialer Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit sehr simpel. Und zwar ist es einfach die radiale Beschleunigung gleich unserem Radius mal der Winkelgeschwindigkeit zum Quadrat. Und damit kann man auch sehen, was es jetzt mit der quadratischen Auftragung auf sich hat. Denn bei der quadratischen Auftragung ist einfach der komplette Ausdruck inklusive Quadrat das, was auf der x-Achse steht. Und das jetzt einfach, was auf der y-Achse steht. Und jetzt haben wir eine ganz einfache lineare Gleichung, also so eine Geradengleichung. Und der Radius hier bestimmt einfach die Steigung unserer Geraden. Das bedeutet also, wenn wir jetzt mit einem kleineren Radius arbeiten, haben wir eine kleinere Steigung für die Gerade. Und wenn wir mit einem größeren Radius arbeiten, haben wir eine größere Steigung für die Gerade. Und genau das sehen wir in unserem Experiment. Und wenn ihr euch jetzt nicht noch ansehen wollt, wie ich die Gleichung mathematisch herleite, war es das auch schon mit diesem Follow-up-Video. Aber keine Sorge, morgen gibt es eine weitere HomeLab-Challenge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald.